Die viertägige Reise nach China geht dem Ende entgegen. Es war eine gute Reise, eine erfolgreiche Reise. Die 50 mitreisenden Unternehmer aus Wissenschaft, aus Wirtschaft, die sind ganz zufrieden. Sie konnten ihre Gespräche führen, sie konnten die Kontakte herstellen. Und auf politischer Ebene habe ich eine Anzahl Minister getroffen, die neu in der Regierung sind. Wir kennen uns jetzt bereits. Und mit dem Handelsminister, den ich seit vielen Jahren kenne, konnte ich vereinbaren, dass wir das Freihandelsabkommen à jour führen. Also eine Geste, die man uns gegenüber gemacht hat. Dann ging es auch etwas gemütlicher zu. Wir haben insbesondere die Swissnex 10-Jahres-Jubiläumsfeier mitmachen können. Eine schöne Feier, eine sorgfältig vorbereitete Feier, eine typisch schweizerische Feier. Bis ins Detail alles organisiert und alles vorhergesehen. Echt sympathisch, ein Leistungsausweis bestätigend. Und das Ganze, sowohl die Reise selbst wie die Swissnex-Feier, sind ein Start in die Zukunft und nicht etwa eine Abschlussbilanz.